Yo, du machst gefälligst deinen Job. Mit den ganzen 20 FPS, die du hast. Hi, ich bin's. Die Person, die seit 2015 kein Five Nights at Freddy's mehr gespielt hat. Der Typ, der keine Ahnung hat, wo die Story inzwischen hingegangen ist. Und deswegen habe ich mir auch nicht die Mühe gemacht, mitten in der Nacht aufzustehen, um pünktlich zu Release dieses Spiel hier aufnehmen zu können. Wer wäre wahnsinnig genug, um 3 Uhr morgens aufzustehen, um ein Video aufzunehmen? Oh, Kinder, 3 Uhr morgens! Das ist das ultimative Alpha-Male-Grindset. Und damit willkommen hier bei Five Nights at Freddy's Security Breach. Und ja, ich weiß, deine Abo-Box quillt über vor Videos zu diesem Spiel. Ich trage nur meinen Teil dazu bei. Außerdem brauche ich Views, also... Boah, geil, das Weihnachts-YouTube-Money. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich bin vollständig aus Five Nights at Freddy's raus. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir inzwischen storymäßig angekommen sind. Ich weiß nicht mal genau, worum es hier geht. Ich habe keinen einzigen Trailer davon vollständig gesehen. Und ich bin trotzdem hier. Ich schätze, ich mag Freddy? Macht mich das zum Furry? Wenn ich also irgendwas nicht checke, was offensichtlich ist, wenn man die Spiele davor gespielt hat, gerne hier unten drunter in die Kommentare, korrigiert mich auch gerne. Ich habe, wie gesagt, nicht die geringste Ahnung, was inzwischen abgeht. Und damit würde ich sagen... Let's go! Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, Freddy Fazbear. Showtime already? I am experiencing a malfunction. The recharge cycle is not complete. Shh! Will you shut up? Who said that? I did! And down here! Down where? I still do not see you. Okay, listen. You were sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed inside. My stomach hatch? That place is reserved for oversized birthday cakes and piñatas. It is not a safe play area! Das Intro gerade sah aus wie die ultimative Furry-Party, aber wenigstens ging die Post ab bis zu dieser merkwürdigen Fehlfunktion und ich bin in Freddy. Ich bin mir sicher, für manche Leute ist das eine Form der Fantasieerfüllung, für andere Leute ist es der schlimmstmögliche Albtraum, die Dualität der Menschen. Aber das ist kein sicherer Spielplatz, er hat ja recht und ich habe auch überhaupt gar keine Lust, irgendwie zerquetscht zu werden. Deswegen würde ich sagen, ich drücke E, um den Bären zu verlassen. Hi. Bitte nicht töten. Ich traue ihm nicht. Sollte man nie. How odd. Your guest profile is unknown to me. Who are you? Gregory. I'm Gregory. Hi. Gregory. Nicht zerstückeln, wenn's geht. I will notify the main office. Huh. Connection error. Okay, WLAN ist aus. I cannot connect to the main network. It's her. She cut you off. She's not going to let you call for help until she finds Also wir starten mittendrin, ne? Ich habe keine Ahnung, was genau abgeht. You? Your mother? Shh. I hear footsteps. Aus dem Fenster sehen. Ich mitten in die Story rein. Meine Güte, was ist los? Da ist Fanart an seiner Wand. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil er ist ein Roboter. Wie kann er überhaupt verstehen, was das bedeutet? Keine Ahnung, ich stelle viel zu viele Fragen und mein Sichtfeld ist absolut komplett winzig. Das Fenster. She can help. No, no. Don't trust her. Why not? I don't know who she is, but she's trying to get me. Weil du hier eingebrochen bist. Is there some other way for you to communicate with me besides talking so loudly? Take this.
It is a novelty Freddy Fazwatch. Eine Fazwatch. Okay. Also ich weiß zumindest ein bisschen was über die Story. Gregory ist hier eingebrochen, er soll hier eigentlich nicht sein. Das heißt, er hat das gemacht, was diese ganzen Leute auf YouTube gemacht haben vor ein paar Jahren, wo sie sich irgendwie nachts um drei in Ikea haben einsperren lassen, haben da übernachtet. Das hat er gemacht, aber halt in diesem riesen Komplex. Und jetzt die Security will ihn raushaben. Das ist irgendwie verständlich. Aber nein, ich bin ein rebellisches Kind und ich will davon nichts haben. Einsammeln. Und es ist wirklich eine Geschenkverpackung. Warum? Gib mir doch einfach die blöde Uhr. Ich habe jetzt gedrückt. Jetzt. Musste ich näher ran? Keine Ahnung. Habe ich zwischendrin eh losgelassen? Nein. Auf gar keinen Fall. I'm sending you an encoded message. Okay, eine verschlüsselte Nachricht. Die Fazwatch. Hello, Gregory. It is me. Ist ja wie Knight Rider. Okay. Kriegen wir hin. Okay. Das heißt, Freddy actually der Good Guy? Ja, ich nehme mich immer noch ein bisschen vor ihm in Acht. Er hat richtig scharfe Zähne und wahrscheinlich genug Kraft, dass er mich knacken könnte wie eine Walnuss. Aber bis jetzt ist er auf unserer Seite. Ist das hier die besagte Taste? Ja. Freddy aus seinem Raum befreien. There is an open air vent inside the maintenance room. Okay. You will have to climb through the ventilation system and release me from the outside. Das klingt irgendwie wie eine Falle, ne? Will ich ihn rauslassen? Pretty dark in there. There is nothing to be scared of. You can do it. Ja, ich trau ihm nicht. Er ist ein 3 Meter großer potenzieller Killer-Roboter, der befreit werden will. Ich denke, es ist nur natürlich, dass ich ihm nicht über den Weg traue. Und was zum Teufel ist das? Keine Ahnung, vielleicht irgendwie so ein fancy Sicherheitstelefon. Und hier speichere ich. Das dauert aber ein bisschen. Das heißt, ich könnte währenddessen gekillt werden. Es ist also ein kleines bisschen wie in Alien Isolation, wo es ja auch immer ein bisschen gedauert hat. Und wenn man dabei stirbt, dann ist es halt dumm gelaufen und Pech gehabt. Kann ich hier rein und in meinen Tod stürzen? Hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch und rein in den Luftschacht. Ich mag Luftschächte in Spielen nicht. Die sind immer gruselig. Thank you. Your hair is beautiful. Your tail is beautiful. Okay. Everyone was watching you. Everyone loves you. Da ist aber jemand selbstverliebt. Meine Güte, positive Zusprache in allen Ehren, aber das ist ein bisschen viel. Klar. Ja, das klingt wie ich, wenn ich morgens vorm Spiegel stehe und mich dazu bereit mache, ein Telefonat zu führen. Du kannst das, du bist der Beste, du bist ein Löwe. Links oder rechts? Erstmal rechts. Hier shreddet irgendeiner, das ist Chica. Yo, haust du rein. B-Note, B-Note, gib's ihm. Ich habe keine Ahnung, wie man Gitarre spielt. Merkt man das? Ich weiß nicht mal, ob das, was ich gerade gesagt habe, in irgendeiner Form Sinn ergibt. Yo, sie ist aber hart am Trainieren. Ja, Roxanne? Hieß sie Roxanne? Sie steht da und spricht sich selbst Mut zu und sagt, sie ist die Beste. Sie hier ist einfach am Grind und trainiert. So geht's auch. Ich bin mir aber sicher, es ist nur eine Frage der Zeit, bevor die versuchen, mich umzubringen. Das sieht ja mal geil aus. 11.30 Uhr abends. Und low FPS. Alles klar. Ja, ist eine gute Idee. Okay. Bis jetzt finde ich das cool. Na, dieses Spielkonzept mit den Kameras, fand ich, hat sich relativ schnell abgenutzt. Das hier ist mal was anderes. Ich finde das Universum cool, ich finde die Story cool, nur das Spielkonzept fand ich halt irgendwie alt. Das hier ist bis jetzt echt nicht übel. Yo, was geht? Das hier ist ein intelligentes, frisch gewischtes Schild, was mich immer anschaut, wenn ich um es rumgehe. Das macht auch Sinn, dass hier ist Amerika, wenn du irgendwo ausrutschst und da war kein frisch gewischtes Schild. Hat die Firma, wo das passiert ist, eventuell eine richtig große Klage am Hals. Hier kann man diese Fotos machen, wo man sich einfach reinstellt. Und das hier gefällt mir gar nicht. Ja gut, ich bewege mich ja schon dahin, wo ich hingehen soll. Chica!
Was geht's? Hier ist hoffentlich Glas. Hier ist Glas. Das heißt, sie kann nicht rauskommen und mich abmurksen. Heißt aber nicht, dass sie es nicht versuchen würde. Wenn sie könnte. Das hier ist Montgomery Gator. Und der ist wirklich nicht happy. Der Typ hat aber ganz große Aggressionsprobleme. Okay, ja. Mach du mal weiter. Ich will dich nicht irgendwie unterbrechen. Und das ist Roxanne Wolf. Siehst du, ich habe den Namen richtig gehabt. Bist du immer noch dabei, dich irgendwie hochzupushen? Dich zu hypen? Viel Spaß. Dieser verdammte Alligator, ich höre ihn bis hier. Na? Der ist vollständig am Eskalieren. Geht's noch gruseliger? Kannst du nicht die Augen ein bisschen dimmen? Das ist schlimm. Hier ist der Deal, großer Mann. Ich hol dich raus und du lässt mich leben. Okay? Eine Hand wäscht die andere. Ganz genau so. The stupid door won't open. Läuft das. You are going to need a photo pass to open the door. Okay. Apologies, I assumed you had one already. Ladenkasse. Well, you should be able to find one at a convenience. Kriegen wir hin, sollte kein Problem sein. Was ist das hier? Eine zurückgelassene Tasche. Okay. Was war da drin? Anscheinend ist es eine Nachricht von irgendeiner Karen. Wir haben für das Mega-Deluxe-Party-Paket Glam Freddy bezahlt und Freddy ging kaputt kaum, dass er die Bühne betreten hatte. Wir bezahlten dafür, dass er am Tisch sitzt und ein Geburtstagsständchen singt. Er sollte ihr die Torte überreichen. Der Geburtstag meiner Tochter war ruiniert. Ich verlange eine Rückerstattung und will mit dem Manager sprechen. Ja, wer weiß, vielleicht darf sie mal ins Zimmer von Montgomery Gator. Dann überlegt sie sich das sofort anders. Hierfür brauche ich einen Backstage-Pass? Okay, ich muss jetzt erstmal die Kasse auftreiben. Sicherheitspass Stufe 10. Es gibt 10 Level? Ach so. Hier kann ich durch. Ich bin jetzt Ewigkeiten in der Gegend rumgelaufen. Hier kann ich einfach unten drunter durch, weil das Ding sich so ein Stück weit öffnet. Und dieser Laden hier ist absolut gigantisch. Wenn es sowas in echt gäbe, das wäre der absolut feuchte Traum eines jeden 12-Jährigen. Diese Schilder sind wirklich gruselig. Hallo? Ich suche Fotopass. Ist das hier die Kasse? Nee, das ist, glaube ich, nur die Information. Sogar die Mülleimer hier sind Freddy. Es ist wirklich kein Wunder, dass sein Ego so dermaßen groß ist bei dem ganzen Zeug, wo sein Gesicht drauf ist. So, hier. Das ist, glaube ich, ein kostenloser Fotopass. Steht zumindest oben drüber. Nice. Und ich glaube nicht, dass es sich jetzt lohnt, hier noch rumzulaufen, weil ich kann eh nirgends rein. Weil ich habe ja die ganzen Sachen nicht. Ja, ich habe keinen Sicherheitspass, ich habe nur einen Fotopass. Jetzt holen wir ihn raus. Das werde ich bereuen. Way hi. To go, Superstar. Please, no kill. I knew you could do it. ich kann einfach die Tür wieder zumachen. Climb back into my chest cavity. There is still klingt wie eine fantastische Idee. Hurry. If I am spotted, I will certainly be taken back to my room. Mm-hmm. I will escort you to the main exit through the utility tunnels. Mm-hmm. It is the safest path. Okay, but you better be careful moving around. I don't want to be crushed and twisted into a meat pretzel. Ja, wäre ungeil. Okay, ich kann Freddy steuern und ihn verlassen. Und Bots können Gregory nicht finden, wenn er Freddy steuert. Macht Sinn, weil dann bin ich ja in ihm drin. Was ist das hier? Titanfall? Wie in Gottes Namen passt der da rein? Guck dir mal an, wie klein das ist. Ich hätte wirklich Angst, dass ich sterbe. Und es gibt auch eine Einsteigeranimation. Das ist wirklich wie Titanfall. Okay, die Hauptlobby des Pizzaplex erreichen. Yo, ich habe jetzt sogar eine Taschenlampe, weil meine Augen leuchten ja. Also die von Freddy. Okay, jetzt sind wir hinter den Kulissen. Straight BS. Das ist doch Absicht, oder nicht? Niemand würde sowas an die Wand schreiben und es wäre keine Absicht. Will ich wissen, was das war? Ich denke nicht. Jo, du machst gefälligst deinen Job. Mit den ganzen 20 FPS, die du hast. Unsere Putzroboter werden mit Frames bezahlt. If you're down here, say something. She's down here. We have to go back. Do not worry, Gregory. Even if we are spotted, you are safe with me. Okay. She would never suspect we are traveling together. However, we should still do our best to avoid her. If I am yeah. sent back to my room, we will never get to the lobby before midnight. Aber warum ist es so schlimm, wenn er erwischt wird? Ja, er ist ein Kind. Wahrscheinlich gibt es einen Klaps auf die Hand und sie sagt, ja, verschwinde, komm nie wieder. Oder zumindest nicht für die nächste Woche oder so. Warum
tun beide so, als wäre sie das schlimmste Geschöpf auf diesem Planeten. Aber vielleicht ist sie das ja. Wer weiß. Eventuell frisst sie kleine Kinder wie Gregory und hat gerade einen riesen Hunger. I feel you are broken. Don't worry about it. I'm fine. What? No, I feel that something is wrong. Habe ich meinen Arm da drin verloren, oder was? There's no time. I'm fine. Jetzt, da habe ich keine Steuerung mehr. Er macht, was er möchte. Erste Hilfe betreten. Mir geht's super. Was willst du von mir? Ach so, es ist die Versteckmechanik. Ich verstehe. Da ist sie. Freddy, you're supposed to be on lockdown. Okay, er wird rausgeschickt. I do not know how I got here. Well, you totally blew it tonight, you know. Your system crashed and you ruined the show. Now, parts and services have you on reduced power. They said it's a safety precaution. Okay. Bis jetzt erscheint sie ganz nett. I apologize. Okay. Look, we're like 15 minutes from closing and some kid is sneaking around backstage. If you see anything, notify me immediately. I already alerted the others. Now, go back to your room. Die anderen. Das heißt, die anderen Animatronics suchen mich jetzt auch in dem Fall. Ja, super. I said nothing. I will keep you safe. Let us go. Ah, diese Kids, den ganzen Tag Fortnite spielen und sonst nichts machen und in den Pizzaplex einbrechen. Das ist nicht die feine englische Art. So, weiter. Mal schauen, was wir noch so auftreiben können. Und mal schauen, ob sie wieder auftaucht. Hier kann ich nicht rein. We are now under the Pizzaplex. Okay. These utility tunnels connect all the attractions. We can go anywhere. Und es sieht aus wie ein geheimer Forschungsbunker. Phaserblast, Monty Golf, Roxy Raceway. Mhm. They are all accessible to staff, with high enough clearance, of course. Guests are never allowed down here, but yours is a special. Das heißt, das hier ist sowas wie meine Schnellreiseroute. Wenn ich irgendwo hin muss von A nach B, mache ich das hier mit. Meine Batterie ist kurz vorm Verrecken. Ich brauche dringend mal eine Ladestation. Ansonsten habe ich ein Problem. Leute? Hat er euch Geld geschuldet oder was? Ich meine ganz ehrlich, jetzt, das war ja zu erwarten, dass die Roboter irgendwann durchdrehen. Ich dachte nur nicht, dass es die Putz-, Reinigungs- und Service-Roboter sind. Damit hätte ich niemals gerechnet. Diese Batteriewarnung ist so nervig. Freddy hat keinen Strom. Er kann dir erst zu Beginn der nächsten Stunde wieder helfen. Das heißt, ich kann nicht das ganze Spiel in Freddy verbringen. I am terribly sorry. Das geht nicht. The recharge cycle had not yet completed when I found you. You must continue without me. I will guide you on your fast watch. Kriegen wir hin, kein Problem. Any trouble. I don't know if I can do this alone. Er ist so schwer, der ganze Boden wackelt. Und hast du gesehen, wie schnell er sich bewegen kann? Wenn er durchdreht, bin ich Hackfleisch. Und ich höre auch ganz merkwürdiges Zeug, ne? Irgendwas hier ist ganz ehrlich kinda sass. Und hier ist nochmal eine Tasche. Kriegen wir eine neue Nachricht? Verwahrung der Lebensmittel. Achtung, Küchenpersonal. Alle Lebensmittel müssen nach Dienstschluss weggeräumt werden. Chica wurde dabei erwischt, wie sie nachts in der Küche aus dem Müll gefressen hat. Die Wartungsreparaturen sind kostspielig und werden vom Gehalt des Küchenpersonals abgezogen. Geschäftsleitung. Aber warum frisst sie aus dem Müll? Sie ist ein Roboter. Roboter müssen nicht essen, außer man zählt Strom als Essen und du bleibst genau da, wo ich dich sehen kann. Na gut, erstmal speichern. Wir haben schon einiges an Strecke hinter uns. Ja. Okay. Und jetzt müsste ich nach da vorne. Ich habe Angst. Ja, komm, bring was hinter uns. Warum nicht? Hier geht's in Richtung Lobby. Und da möchte ich hin. Sie frisst Müll. Chica frisst Müll. Halte E, um die Anweisungskarte zu schließen. Das habe ich zwar gerade eben schon gemacht, aber das Spiel ist irgendwie broken, deswegen ist das immer noch da. Ich kann bestimmte Sachen umwerfen, um Bots abzulenken. Jetzt ist es verschwunden. Ablenken. Aber ich sollte mich nicht erwischen lassen. Sie hat mich gesehen. Warum habe ich mich raus in den Gang gestellt? Why? Glattgehirn. Damit ist dieses Video ein Unikat, weil ich bin mir sicher, sonst war niemand so blöd.
Auf gar keinen Fall. Niemand ist so dumm. Okay, schleichen. Blau, gelb, rot. Sneaky beaky. Ich weiß, aber sehe ich aus wie jemanden, den's interessiert? Ich denke nicht. Warum frisst sie Müll? Ich hab's immer noch nicht ganz sicher gecheckt. Es ist so weird. Sprinten und Ausdauer kann ich nicht ewig spielen. Ich bin 500 Universen vor dir. Jetzt frage ich mich aber, warum mir das gesagt wird. Lass mich raten. Ich werde gleich gejagt. In 5, 4, 3, 2, 1. 1? Ja gut, vielleicht auch nicht. Darf ich hier rein? Das funktioniert. Alles klar, hier dürfte ich auch lang. Und diese Farben sind ja furchtbar. Grün auf lila? Wer macht sowas? Und hier kann ich speichern. Ich seh's. Gleich taucht irgendwas vor mir auf. Pass auf. Ja, Licht geht aus. Wir warten auf den großen Reveal. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das sieht jetzt endgültig aus, als spiele ich... irgendein SCP-Game. Monty? Du hast Aggressionsprobleme, ich weiß, aber bitte lass sie nicht an mir aus. Roxy ist auch noch hinter mir. Ganz toll. Ganz toll. Chica auch. Ich bin in ihn reingelaufen, weil das Spiel meine Kamera gedreht hat. Okay. Nein, die blöde Wand! Es wäre fast schon wieder passiert. Diese blöde Wand und die FPS-Drops, die Nachladeruckler. Wie schnell könnt ihr Treppen gehen, ha? Wenn ich eines über Roboter weiß, dann das Treppen immer ein sehr großes Hindernis darstellen. Kameras. Toll. Okay. Du kommst hier nicht rein. Es ist wieder Five Nights at Freddy's halt, ne? The power's only at 15% and they're pounding on the door. How am I gonna get out of here? Beten. Do not panic. You should see an interface on the security desk. Hold on while I make it accessible to you. There. You can now activate security protocols. Dann mache ich das mal. Und warum genau kann er sich in die gesamte Einrichtung hacken? Check the map on your fast watch. Okay. Those boxes on your mini-map are nearby security cameras. When movement is detected by the camera's motion sensors, you should see red alert icons. Okay, das heißt, so weiß ich dann, wer von denen wo ist. Path out of the office and to the main lobby. Kriegen wir hin. Warum ist die Auflösung so niedrig? Das sieht aus wie ein Mobile-Game. Ich muss halt jetzt warten, bis ich in Chicas Rücken rauskommen kann und dann Richtung Lobby komme. Ich weiß aber nicht genau, wo meine Tür ist. Also hier bin ich anscheinend. Das heißt, das hier ist die Tür links von mir. Das hier ist die Tür rechts von mir. Das heißt, die Tür ist genau hier unten irgendwo. Aber wenigstens darf ich vorher nochmal speichern. Danke dafür, Spiel. Finde ich extrem nett. Und jetzt nicht Chica in die Arme laufen. Die mag mich nämlich gar nicht. Und ich kann mich auch verstecken. Hier, alles klar. Wenn sie mich also sieht, kann ich mich verstecken. Sie ist jetzt hier hinten. Jetzt pass mal auf. Ich zeige euch jetzt, wie das geht, ja? Ohne jeglichen Respekt einfach ganz frech und selbstsicher an dem Mädchen vorbei, der Müllfresserin, die Müllkonnoisseurin, und direkt in die Hauptlobby. Easy! Das klingt nicht gut. Wir haben jetzt Mitternacht. Ich komme hier nicht mehr raus. Bis 6 Uhr morgens. Try not to draw attention to yourself. If there is another way out, I will help you find it. Okay. I promise. Ich hoffe mal, du lügst mich nicht an. Und das alles hätte ich vermeiden können, wenn ich mich gestellt hätte. Ja, wenn ich... Roboter. Wenn ich einfach gesagt hätte, ja, Sicherheitsdame, hier bin ich. Eskortiere mich raus von mir aus. Lebenslanges Verbot. Ich darf hier nie wieder hin. Aber wenigstens müsste ich jetzt nicht 6 Stunden lang in diesem Albtraum überleben. Hier ist anscheinend ein Eintrittspass. Alles klar, gönne ich mir mal. Eine Gratis-Eintrittskarte. Ich weiß nicht genau wofür, aber potenziell ist sie noch wichtig. Und erstmal speichern. Oh, das fühlt sich so gut an. Es ist huge, dass es keine Quicksaves gibt. Das wird, glaube ich, alles ruinieren.
Aber ne, so von Speicherstation zu Speicherstation, das hat was. Damit bleibt die Spannung oben. Alles klar, Leute. Ich würde einfach mal sagen, das war's für dieses Mal hier bei Five Nights at Freddy's Security Breach. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt's mir gerne hier unten drunter. Wie immer liegt der Ball in eurer Hälfte des Spielfeldes und ihr müsst ihn nur zurückspielen. Und ich finde das super. Ja? Als jemand, der die FNAF-Spiele nicht so verfolgt hat über die letzten Jahre, ich habe wirklich meinen Spaß und das heißt was. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ich bin wirklich positiv überrascht. Nice.